Guten Abend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, überzeugen funktioniert doch. Ich muss allerdings zugeben, ich habe den Fehler auch oft gemacht. Ich mache ihn schon lange nicht mehr so, aber selbst heute noch mache ich den. Ich falle mit der Tür ins Haus. Machen wir alle. Und dann dauert es nicht lange, dann ist man schnell am Streit. Ich werde noch mal gucken, ob ich hier oben den Verweis anfüge. Oder zumindest werde ich es. Oder, na mal sehen, vielleicht auch in der Videobeschreibung. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Nicht mit der Tür ins Haus fallen. Erstmal die Hilfsschnur werfen. Wenn ich jemanden überzeugen möchte, dann brauche ich einen ersten Schritt. Und der heißt nichts anderes als sich austauschen. Smalltalk. Mit Smalltalk beginnen. Die Leute tauschen sich allzu gern über tägliche Ereignisse, übers Wetter, über sonst was aus. Und beim Austauschen über bestimmte andere Themen kann man sehen, wie der andere tickt und wird dann ganz schnell und ganz vorsichtig vielleicht auch nur sagen, am besten gar nicht, ich denke so und so darüber, sondern ich habe jetzt letztens gehört oder so weiter. Ne? Also dann kann man dem anderen immer noch die Möglichkeit lassen, darüber etwas zu sagen oder nicht, oder man zwingt ihn nicht. Fragen sind da schon ein bisschen härter. Und deswegen, ich habe das alles noch ein bisschen ausführlicher gemacht und auch nochmal einen Tipp gegeben, weshalb das so wichtig ist. Und da möchte ich auf die Videobeschreibung verweisen. Wie man da reinkommt, kommt jetzt hier zum Schluss ein Link. Mit dem Handy reinkommt, manche wissen es immer noch nicht. Ihr werdet es ja sehen. Na dann, ich wünsche euch einen schönen Abend. Denkt drüber nach und